Salina, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst? Hallo Jan, danke, dass ich da bin. Schön, dass wir in dieser schwierigen Zeit trotzdem zusammenkommen, mit allem Schutz, was es braucht. Ich bin die Schlangenfrau Nina Buri. Schlangenfrau ist ein krasser Beruf, kann man sagen. Das ist etwas, das nicht jeder macht. Das ist sehr beweglich. Das heisst, ich tue mich verbiegen auf der Bühne und verdiene damit noch mein Geld. Und vorher war ich Tänzerin jahrelang. Das heisst, ich bin seit 33 Jahren auf der Bühne. Mit allem Möglichen, sage ich mal so, ja. Auf das alles können wir noch sprechen. Aber in der Vorbereitung, Nina, habe ich mich so gefragt, macht die Frau wirklich alles? Auch Management von sich selber und dann auch Training und alles. Erzähl mir ein bisschen von dieser Selbstständigkeit. Warum war der Wunsch so stark gewesen, mit 30 in die Selbstständigkeit? Genau. Ich habe natürlich auch viel Erfahrungen gesammelt als Balletttänzerin, wie es ist, in den grossen Gruppen, in grossen Companies zu arbeiten. Und mit 30 bist du ja kein Kind mehr, also du hast schon sehr viel Erfahrung. Am Anfang hatte ich schon ein Management gehabt, tatsächlich. Okay. Und das hat auch ein paar Jahre gut funktioniert, aber mit der Zeit habe ich mir gedacht, ich möchte es gerne selber machen, ich möchte gerne Zügel selber in der Hand halten. Auch in Anbetracht dessen, dass ich dann auch ins Ausland bin, nach Amerika gewohnt, nach Berlin immer wieder. Und genau, und ich habe das Gefühl, das klappt ganz gut. Die Schweiz ist nicht so gross. Also die Leute haben gerne direkten Kontakt, habe ich das Gefühl. Und was das Ausland betrifft, hole ich mir entsprechend Leute dazu, wenn es sein muss. Und wenn ich das Bedürfnis habe. Also ich mache tatsächlich, jetzt wird die Maske geht überall. Ich mache tatsächlich vom Training über die Organisation meiner Shows, über die Akquise, die ganze Planung mit dem Kunden und einfach das, was man muss. Und Social Media natürlich, also jetzt bin ich auch Social Media hier, muss man ja immer am Ball bleiben. Also das ist das ganze Konzept, das eigentlich ein ganztagesjob ist, immer. Und dann habe ich aber gelesen, du schläfst gleich etwa 8 Stunden und etwa 4 Stunden Training. Wo packst du denn aufs andere rein? Also, ja gut, das sind erst 12 Stunden, wenn du schon, also, erzähl mir ein bisschen, wie sieht so der Alltag aus? Eigentlich 4-4, sage ich immer. Also 4 Stunden Training und Körper und 4 Stunden Business und Kopf. Ah, okay. Und wenn es halt dazu kommt, dass ich eine Show habe, werde ich nicht 4 Stunden trainieren, sondern halt 2 Stunden Warm-up machen und dann gehe ich auf die Bühne. Ah, okay. Und dann dazu kommt halt einfach noch die Reiserei, das ist klar. Man hat nicht immer vor der Haustür eine Show. Also das heisst, die Planung und die Flugbuchung und was auch immer, wo ich her muss. Und ja. Das kommt auch noch dazu. Aber das schaffe ich ja schon. Das ist nicht so schlimm. Ich kann ja inzwischen auch wählen, was nehme ich an, was nehme ich nicht an. Weißt? Also es ist natürlich einfacher, wenn du in einer Gruppe engagiert bist. Dann musst du dich praktisch um nichts kümmern, weil du bist eigentlich fest an einem Ort. Oder? Aber ich habe es gerne so, wie ich es habe, dass ich bestimmen kann, ja, das möchte ich machen, das passiert, passt nicht mehr. Oder wie auch immer. Also das ist eine gute Sache, finde ich. Und wie schaffst du für dich auch neue Anreize? Weil ich habe mir das auch bei mir manchmal vorstellen, wenn ich so meine Routinen habe, jeder Tag ist nicht gleich. Und wie macht man denn gleich sein Programm? So auch Training oder auch sonst, dass du so diszipliniert dran bist. Ja, du weißt natürlich, was es bedeutet, wenn du nicht trainierst. Und dann ist es nicht cool auf der Bühne. dann tut es weh und dann ist es gefährlich. Also ich weiss, was mit dem Training bringt. Und das Training ist einfach essentiell, weil wenn du 2 Tage nicht trainiert hast, merkst du es sicher selber. Wenn du 4 Tage nicht trainiert hast, merkst du es jeden. Also das würde ich auch nie machen. Schlangenfrau ist wirklich ein Beruf, du kannst keine Pause machen. Ich bin nicht wie ein Tennisspieler, der kann sagen, jetzt habe ich erst dann wieder ein Turnier, jetzt mache ich 6 Wochen Pause und dann fange ich Aufbautraining an. Das geht der Schlangenfrau nicht. Du verlierst alles. Also du musst wirklich jeden Tag wie an deine Grenzen gehen und noch darüber hinaus, sozusagen. Und darum ist die Frage von Motivation wie nicht da. Also die ist immer. Also ich weiss ja, was es mir auch bringt. Und vor allem jetzt, in dieser schwierigen Zeit, ist das Training meine feste Komponente. Und ich sage, hey, das habe ich wenigstens noch. Also deine Struktur, oder? Meine Struktur, egal was draussen ist. Ich kann es ja machen, wenn ich will. Ich kann jetzt mit der Nacht trainieren, ist egal. Ich muss es einfach gemacht haben. Und das ist ein gutes Gefühl, dass man immer noch weiss, was man kann, oder? Und sonst verliert man ein bisschen alles, wenn man keinen Auftritt hat. Ist das wie, also durch die Corona-Krise habe ich keinen Auftritt. Ist ja logisch, weil alles ist zu, alles ist gesperrt. Und dann fragt man sich, denkt, oh, was bin ich noch wert, oder? Aber wenn du natürlich das Training machst und weißt, hey, es geht trotzdem noch, ich kann es ja halt online veröffentlichen oder so, dann gibt es dir das wirklich sehr viel halt in einer schwierigen Zeit, muss ich sagen.
So, das Interview wäre jetzt fertig als YouTube-Video. Aber wenn ihr noch weiter hören wollt, wird das Interview noch weiter als Podcast auf Apple Podcast oder auf Spotify. Auch noch mit mehr Themen. Viel Spass beim Weiterhören. Tschüss zusammen!